Der Herr Schirmacher, er ist Ethiker und unter anderem Professor für Religionssoziologie, Direktor vom Internationalen Institut für Religionsfreiheit der weltweiten Evangelischen Allianz. Er ist Sprecher für Menschenrecht sowie Vorsitzender der Theologischen Kommission von dem weltweiten Zusammenschluss von etwa 400 Millionen evangelischen Christen. Es ist unser Ehre, dass ihr heute hier, Herr Schirmacher. Ich übergebe euch gerne das Wort. Nach diesem erfreulichen Anleitungswort von Seiten der Politik wechseln wir zunächst mal auf die andere Seite. Es wurde schon angesprochen, auf die Seite, was uns motiviert, das hier heute zu machen. Ich komme dann, das ist eine meiner Aufgaben, auch wieder auf die Politik zurück, wie denn da die Zusammenarbeit aussieht. Ich entschuldige mich vorneweg, dass ich in Deutschland geboren bin und eure schöne Sprache nicht spreche. Ich weiß zwar, dass immer, wenn ihr was Intelligentes schreiben wollt, ihr meine Sprache benutzt. Ja? Aber das ist ja euer Problem, da kann ich ja nichts hören. Ja? Ich würde ja eure Sprache auch lernen, wenn ihr euch einigen würdet, welche von euren denn eure ist. Ja? Sonst muss ich wahrscheinlich der Menge wegen Zürcher Deutsch wählen und da brauche ich dann nicht viel umzulernen. Ich will gleich was vorneweg sagen. Ich habe gehört, trotz meiner Proteste ist die Podiumsdiskussion in Schriftdeutsch oder Hochdeutsch. Wenn sie das ist, ist es nicht meine Schuld. Ja? Meine Frau kommt aus Lörrach und spricht Alemannisch, also ich verstehe euch perfekt. Es braucht mich keiner irgendwie in einer künstlichen Zweitsprache ansprechen. Und wenn ihr so freundlich seid, aus welchen Gründen auch immer, ich weiß nicht, ist das deutsche Fernsehen da oder warum, will ich nur sagen, ja. Ich bringe zunächst mal, ich muss, Entschuldigung, meinen Wecker holen, sonst hätte ich zu lange. Ja, seid froh, dass es sowas gibt, ja. Und seid froh, dass ich nicht gerade in Afrika war. Gut. Ich bringe zunächst mal Grüße von Jeff Tunnicliffe, dem internationalen Direktor. Beim Weltkirchenrat hieße das Generalsekretär der weltweiten Evangelischen Allianz, der euch zu dieser Tagung ganz herzlich grüßen lässt. Und er ist jetzt seit 7 Jahren internationaler Direktor, davor schon in leitender Tätigkeit dabei gewesen. Und ohne seine massive Rückendeckung gäbe es die Micha-Initiative und alles, was da rausgekommen ist, gäbe es nicht. Ich bringe Grüße von Joel Edwards, das ist euch schon etwas näher, dem internationalen Direktor der Micha-Initiative, der sehr erfreut ist, dass auch die kleineren Länder der Erde sich derartig engagieren und zum Teil im großen Konzert mehr bewirken, auf jeden Fall viel mehr bewirken, als es ihrer Größe entsprechen würde. Vielleicht deswegen, weil sie nicht so viele andere politische Ziele mit im Boot haben, wenn sie in Gesprächen sind, sondern sich mehr aufs Eigentliche konzentrieren können. Ich selber bin heute hier als Vorsitzender der Theologischen Kommission, das ist erstmal intern an uns selber gerichtet, mit diesem wunderschönen Titel des integralen Missionsgedankens. Das klingt ganz gewaltig, ist aber eigentlich eine ganz simple Geschichte. Dieser Gedanke ist kurz formuliert: Wir Christen sind davon überzeugt, dass Gott der Schöpfer und der Erlöser ist. Ganz simpel, fertig. Und wir sind davon überzeugt, dass wir nicht vom Schöpfer reden wollen, ohne davon zu reden, dass wir auch Erlösung brauchen. Wir sind aber auch davon überzeugt, dass an den Erlöser dieser Welt zu glauben keinen Sinn macht, wenn dieser Erlöser nicht auch der Schöpfer ist, der nicht nur will, dass wir in der Ewigkeit irgendwie schöne Ruhezeiten verbringen, sondern dass wir hier und jetzt ein menschenwürdiges Leben führen. Schöpfer und Erlöser, so einfach. Ich bin hier eben als Vorsitzender der Theologischen Kommission, um das immer wieder deutlich zu machen. Für uns ist die Micha-Initiative, ich nenne es jetzt mal so, obwohl ich weiß, ich muss jetzt dauernd sagen, die bei euch Stopp Armut 2015 heißt,
die ist kein Steckenpferd von Leuten in der weltweiten evangelischen Allianz, die entweder in ihrem Glauben nachgelassen haben, aber uns nicht verlassen wollten und dann gesagt haben, was können wir denn mal tun, was irgendwie. Sie ist kein Steckenpferd von Leuten, die uns, was soll ich mal sagen, theologisch in eine andere Richtung ziehen wollen, sondern sie ist ein absolut integraler Bestandteil dessen, was die evangelikale Bewegung weltweit ausmacht. Wenn ich von evangelikal rede, wenn ihr nicht evangelikal seid, oder es zwar seid, aber nicht so genannt werden wollt, ja, kann ich das gut verstehen. Ich kann mir diesen Luxus nicht leisten. Ich spreche nur mal, gut, bei uns auf Deutsch heißt es so schön, weltweite evangelische Allianz, wir sind ein bisschen feiner raus, aber das Kind nennt sich nur mal World Evangelical Alliance und dann zu sagen, ich bin kein Evangelikaler, das ist dann schon ein bisschen komisch. Und diese Bewegung, also nach neuesten Berechnungen sind offiziell bei uns etwa 420 Millionen Christen registriert in den vielen Gruppen, die bei uns mitmachen. Dass es noch mehr Evangelikale gibt, wissen wir auch. Wir wissen aber auch, dass es sehr viele Evangelikale gibt, die mit uns nicht zusammenarbeiten wollen. Dass das bei uns eine integrale Sache ist, dass wir zusammenarbeiten wollen. Gut, also zurück vom Stichwort evangelikal weg. Ein integraler Bestandteil, oder anders gesagt, die Micha-Initiative ist bei uns in der Geschichte der weltweiten Allianz nicht von Aktivisten geboren worden, die mal was tun wollten. Die sagten, ihr sitzt immer nur rum und verabschiedet Erklärungen, jetzt wollen wir mal was tun. Sondern sie ist wirklich auf höchster Ebene von theologischen Vordenkern vorgedacht worden. Und wer Joel Edwards ein bisschen kennt und dem sagen wollte, naja, du bist so der klassische Aktivist, mit Theologie hast du nichts am Hut, der weiß, er ist also völlig falsch gewickelt. Ich nehme nur mal ein Stichwort Rassismus, hier gleich ein bisschen Eigenwerbung. Rassismus ist für uns nicht nur ein Menschenrechtsproblem, es ist schlicht und einfach Sünde für uns. Wir wissen, dass Politiker nicht mit dem Begriff Sünde operieren können, ja? Dass das in keinem UN-Text steht. Aber es ist für uns nicht nur einfach was falsch läuft, was Probleme verursacht. Es ist letztendlich für uns Christen verwurzelt im tiefsten Herzen, wo aus irgendwelchen komischen Gründen wir Menschen immer neue Begründungen dafür finden, warum wir andere hassen, unterdrücken, diskriminieren dürfen. Und wenn wir eine Form des Rassismus ausgerottet haben, dann finden wir hintenrum irgendwas anderes. Ja. Es ist uns letztendlich scheinbar, man nehmen wir mal Belgien, ja, die so fröhlich zusammengelebt haben und nicht wussten, dass sie mehrere Rassen sind. Und heute bricht der Staat auseinander, weil die Leute, die seit Jahrhunderten zusammenleben, kreuz und quer verwandt sind, plötzlich der Meinung, sie sind zwei Rassen und es ist mit den anderen einfach nicht auszuhalten. Ja, wir sind davon überzeugt, das ist ein zutiefst politisches Problem. Wir sind aber auch davon überzeugt, dass es ein zutiefst theologisches Problem ist. Es ist Sünde. Der Staat kann das auf dieser Ebene nicht bekämpfen. Der Staat kann die Menschen nicht zur Bekehrung. Er soll sie nicht zur Bekehrung aufrufen. Wir wollen nicht, dass er das tut. Aber wir können es. Wir sind davon überzeugt, dass die Abwendung vom Rassismus viel tiefer gehen muss, als nur mit Antidiskriminierungsgesetz die Leute daran zu hindern, was Schlechtes über andere zu sagen. Und es im Stillen fröhlich weiter zu denken oder sich neue Formulierungen auszudenken, die der Gesetzgeber nicht mehr erfassen kann. Also zurück, es ist ein wirklich theologisches Fundament, was dahinter steht, was man den integralen Missionsgedanken nennt. Dieser Gedanke kommt von zwei Seiten unter Beschuss. Das ist unser tägliches Brot. Zum einen sind wir unter Beschuss von, wie soll ich es mal nennen, Frommen. Die sagen, der Gedanke, dass Christen nicht nur an sich sehr fromme Leute sind und dann auch in ihrer Freizeit was Soziales, was Politisches oder eben die Armut bekämpfen, sondern dass das integral zusammengehört, wird von vielen, ich nenne es mal Frommen im Lande, kritisiert als ein Abweichen vom eigentlichen Evangelium. Das eigentliche Evangelium, die christliche Botschaft, dass Gott selbst in diese Welt gekommen ist, um für die Sünde zu sterben und uns die Möglichkeit des Heils zu geben,
diese Botschaft sagt, man wird verwässert, wenn man jetzt noch alles Mögliche andere macht. Und, so sagen sie, kann man das nicht sehen. Bei der weltweiten Allianz haben wir diesen Vorwurf ständig. Jetzt beschäftigt sich die weltweite Allianz nur noch mit Armutsbekämpfung. Also ich kann euch nur sagen, ich wünschte, das wäre so. Ja, also wir haben da den Joel Edwards und dann kommt lange nichts, wenn es an Vollzeitler geht. Und dann bitte guckt mal unsere Missionskommission an. Ich will das jetzt nicht schlecht machen, ja, versteht mich nicht falsch. Aber dann guckt euch mal an, was traditionell bei uns in den Missionsgesellschaften an Personal rumsitzt, ja, und sagt denen, ab jetzt dürft ihr nur noch mit einem Vollzeitlichen auskommen. Alles andere muss irgendwie mehr oder weniger ehrenamtlich. Gut, es gibt in den Ländern wie der Schweiz auch wieder Einzelne, die das machen. Aber ich war kürzlich beim Weltkirchenrat und in Genf und die führten mich also durch die Büros rum, wie viele Büros sie da haben, um die Armut zu bekämpfen und stellten die Frage, wie kriegt ihr das nur hin, mit fast niemandem viel mehr Remi-Demi zu machen? Ja, das muss man ganz nüchtern sehen. Also es ist einfach Unsinn, dass die Allianz nichts anderes mehr tut. Sie wird hoffentlich in den nächsten Jahren noch viel mehr an dieser Stelle investieren. Also es ist die Kritik von der einen Seite. Das eigentliche Evangelium, das ist unsere Aufgabe, das ist unsere Besonderheit. All das andere können ja andere auch. Ja? Und ich kann das irgendwie verstehen, wenn einer in eine Kirche geht und der Pfarrer kommentiert jeden Morgen nur, was in der Tageszeitung stand. Und das kann man nur überstehen, wenn man dann sonntags und samstags keine Zeitung liest, dann ist das wenigstens neu. Ja? Hat man die vorher gelesen, dann ist manchmal, sagt man sich, und den Pfarrer fehlt dann manchmal auch die Ausbildung, das wirklich intelligent zu beurteilen. Also dann kann ich verstehen, dass mancher sagt, der soll doch bitte, ich will Kraft haben im Tod und im Sterben und der soll doch wirklich, der soll doch mal solche Themen aufgreifen, die andere nicht aufgreifen können. Die Kritik kommt aber auch genauso von der anderen Seite.